Yep. Die Buntäpfel kommen! Die Buntäpfel kommen! Ja! Die Buntäpfel kommen endlich! Das hab ich doch gesagt! My little pony, my little pony. Von allem ganz viel, lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Mit den herrlichen Ponys, seine allerbesten Freunde sein. Hey, du lahmes Ding, du! Hör auf zu trödeln und leg einen Zahn zu! Yep. Granny. Fertig für was? Für deine Buntapfelmarmelade. Stimmt genau. Es ist wieder an der Zeit, die gute alte Buntapfelmarmelade zu machen. Ja, Granny, ich freue mich schon. Worauf freust du dich? Buntapfelmarmelade mit dir zu kochen. Natürlich. Ich mache die schon, seit ich ein ganz kleines Pony war. Also sei gewarnt, Pickelpier. Dieser Vorgang besteht aus vielen Schritten und man muss jeden einzelnen ganz exakt durchführen. Ansonsten kann man die Marmelade vergessen. Hier! Oh, eine von deinen Millionen geheimen Kräuterzutaten für die Buntapfelmarmelade? Das ist dein Besen. Na los, Kleine, fang schon an zu fegen. Und während du fegst, kümmere ich mich so lange um... ich mache dann... Ach, du liebes Pony, ich würde meine Mähne vergessen, wenn sie nicht an meinem Kopf angewachsen wäre. Sind die Buntapfelblätter pünktlich auf die Minute. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T. Na, sieh einer an. Hallihallöchen, Filthy Rich. Hallo, Granny Smith. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in ein paar Tagen Buntapfelernte sein soll. Ist das wirklich wahr? In 4 Tagen, um genau zu sein. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Und wie immer bekomme ich deine ersten 100 Gläser? Natürlich, Filthy. Ach, nenn mich doch Rich. Und wie geht es deinem Vater? Oh, du armes, armes Ding. Oh je, du musst echt mit Granny Smith Buntapfelmarmelade machen. Ehrlich gesagt, freue ich mich schon seit Jahren darauf, Buntapfelmarmelade zu kochen. Du tust mir nicht wegen der Marmelade leid. Du tust mir wegen Granny Smith leid. Sie muss dir so peinlich sein. Ich muss testen, ob er sich eignet. Wieso sollte sie? Na, weil sie sich immer so albern verhält. Und sie vergisst alles. Ihretwegen trägst du dieses schreckliche, lächerliche Kostüm. Granny hat gesagt, dass man dem Wasser... Zum Glück lebst du hier auf der Farm und nicht in der Stadt, wo alle Ponys dich sehen können. Oh. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Sie soll peinlich sein? Besten Dank, Filthy! Jetzt leg mal einen Zahn zu, du Trantüte. Wir müssen vor der Ernte noch unheimlich viele Sachen besorgen. Na komm, Schätzchen. Wir machen Buntapfelmarmelade, wuppdidu. Und besorgen jetzt alles dafür, wuppdidi. Wir singen und tanzen, dididi. Unsere Marmelade essen wir gern. Früher sahen die irgendwie anders aus. Hey, wer reinbeißt, muss es kaufen. Ja, hallo Bienen, Bienchen, Bieneleinchen. Oh, ihr Süßen, ihr wart wieder mal emsige Bienchen, nicht wahr? Granny, kannst du den Honig nicht auf eine weniger alberne Art sammeln? Oh, ist der Honig nicht köstlich? Bitte hör auf. Und er ist genau richtig, um unsere Buntapfelmarmelade zu machen. Psst, nicht so laut, Granny. Granny, bitte. Meine Freundinnen beobachten uns.
Was? Diese Fohlen sind deine Freundinnen? Hallo, Winzlingsfreundinnen! Hi, Granny Smith! Hi, Winzling! Na, die sind ja süß! Also, als ich noch klein war, da gab es nicht so hübsche Ponys. Sind wir mit Einkaufen fertig? Ich würde gern zurück zur Farm gehen. Schnell! Alles erledigt, mein Schnullerbäckchen. Ich hab mein Honig, Dudli-Du. Ich hab mein Honig, Dadli-Da. Ich hab mein Honig, Dilli-Di. Und dann übernahmen wir den Großhandel. Wir kauften große Mengen ein, senkten unsere Preise und gruben allen anderen Geschenkeläden der Stadt das Wasser ab. Und deswegen ist Richies Hofladen zum Grundpfeiler des Einzelhandels in Ponyville geworden. Tja, vielen Dank, Mr. Filthy. Ich meine Mr. Rich. Wir haben deiner Geschichte gerne zugehört. Und vielen Dank nochmal, dass du Teil unseres Familientages bist. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer am Montag ein Familienmitglied für den Familientag mitbringt. Applebloom! Aber Miss Chewily, am Montag ist Buntapfelerntetag. Applejack und Big Macintosh werden zu beschäftigt sein, um einen Vortrag zu halten. Gibt es denn kein anderes Pony in deiner Familie, das vielleicht... Miss Chewily, Applebloom's Granny Smith macht bei der Ernte nicht mit. Sie könnte doch kommen. Oh. Aber, nein, das wäre... Das ist eine hervorragende Idee, Tiara. Applebloom, du bringst am Montag deine Granny Smith mit. Habt ein schönes Wochenende, meine Ponys. Granny Smith? Am Montag werde ich zur größten Lachnummer von ganz Ponyville. Oh. Oh, tut mir leid, Applebloom. Wir können doch die Ernte nicht einfach unterbrechen, um in deiner Schule einen Vortrag zu halten. Du weißt, wie das läuft. Das tue ich. Ja, am fünften Tag verschwinden die Buntäpfel wieder. Oh, das dritte Zeichen! Genau zur rechten Zeit! Ist das herrlich! Also gut, ihr faulen Vierbeiner, bewegt eure Hintern! Verstehe ich, Applebloom. Aber keine Sorge, Granny Smith hat immer komische Geschichten auf Lager, die sie gerne erzählt. Ich weiß. Genau deswegen mache ich mir ja Sorgen. Das wird peinlich, beschämend, eine Schmach, eine Blamage, eine Demütigung. Hey, bist du jetzt ein Wörterbuch? Reiß dich zusammen. Wir sind hier, um dir zu helfen. Vergiss nicht, wir sind der Schönheitsfleckenclub. Wir verschieben deine Präsentation irgendwie. Oh, aber wie nur? Oh, diese vielen Sorgen machen mich ganz krank. Krank? Das ist es! Kommt schon! Achtung! Alle mal hergehört! Ich akzeptiere kein Gejammer, kein Geheule oder dass jemand dem Druck nicht standhält. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ab vors Kriegsgericht! Bleib liegen, Applebloom. Du musst krank aussehen. Wow! Hey, das ist heiß! Was zum Heuballen ist denn da oben los, ihr kleinen Racker? Granny Smith, wir wollten dich eigentlich gerade holen. Applebloom ist krank. Sieht so aus, als müsste sie leider die ganze Woche zu Hause bleiben. Tja, besser kann es einem Pony gar nicht gehen. Und was jetzt? Die Sonne geht bald unter. Morgen ist Sonntag und dann habe ich nur noch einen Tag, um mir was zu überlegen. Hey, seht doch! Das ist das vierte Zeichen. Die Buntäpfel sind da. Und das bringt mich auf eine Idee.
Den Familientag können wir nicht verschieben. Also verschieben wir eben den Erntetag. Die sehen aber noch nicht ganz reif aus. Äpfel zu früh zu ernten schadet ihnen nicht. Ich weiß nicht genau. Buntapfelbäume sind nicht so wie normale Apfelbäume. Sie sind magisch. So viel anders können sie gar nicht sein. Wenn wir sie nicht runtertreten können, pflücken wir sie eben. Sonst noch irgendwelche klugen Ideen? Granny Smith, hier ist Cheery Lee. Applebloom hat gesagt, du wolltest mich sprechen. Hallo? Granny Smith, oh. Ja, Hallöchen, wie schön, dich zu sehen. Hi, Granny Smith. Ist, alles okay? Aber na klar, wieso denn auch nicht? Oh, Entschuldigung. Von Gürkchen kriege ich immer Schluck auf. Ich muss dir leider sagen, dass ich am Montag doch nicht in die Schule kommen kann, um den Vortrag zu halten. Oh nein, wirklich? Es besteht kein Zweifel daran. Ich muss die Blumen scheren und die Schafe gießen. Ich meine, ich muss die Blumen gießen und die Schafe scheren. Oh, das ist ja sehr bedauerlich. Wir können den Termin auch verschieben. Oh, was? Wo bin ich denn? Ja, hallöchen, Miss Cheery Lee. Machst du einen Spaziergang? Nein. Du hast mich gebeten, herzukommen, um mir zu sagen, dass du am Montag leider nicht zum Familientag kommen kannst. So ein Blödsinn! Den würde ich gegen kein Tässchen Tee in Canterlot eintauschen. Aber hast du nicht gerade gesagt... Wir sehen uns am Montag! Ich kann nicht glauben, dass sie aus ihrem Schläfchen aufgewacht ist. Sie wacht sonst nie aus ihrem Schläfchen auf. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen und mich verstecken. Na ja, du kannst nicht weglaufen. Aber ich wüsste vielleicht ein Pony, das es kann. Kann beginnen. Und schon morgen können wir loslegen und unsere Buntapfelmarmelade kochen. Miss Granny Smith, ein Telegramm. Oh, na das ist ja ein Ding. Ich soll Onkel Applestrudel besuchen und zwar sofort. Du kannst den 8-Uhr-Zug noch erwischen, Granny. Ich habe deine Sachen schon gepackt. Sehr aufmerksam von dir. Aber keine Sorge, meine kleine Schnullerbacke. Ich bin rechtzeitig zurück, um die Marmelade zu machen. Die Zugfahrt dauert den ganzen Tag. Ich bin gerettet. Wir freuen uns, am heutigen Familientag Granny Smith begrüßen zu dürfen. Applebloom, ist Granny Smith hier? Oh, es tut mir so leid, Miss Cheery Lee. Aber sie musste ganz plötzlich wegen eines dringenden Familiennotfalls die Stadt verlassen. Ja, hallöchen, meine kleinen Ponys. Hallöchen, ihr alle! Ich freue mich wie ein Schwein in einem frischen Schlammloch hier zu sein. Was? Was machst du denn hier? Hast du den Zug verpasst? Nein, der ist gekommen. Und dann ist unser Onkel Applestrudel ausgestiegen. Kopfnuss, Kopfnuss, Kopfnuss! Also, ich kann's kaum erwarten, den Vortrag von deiner Granny zu hören. Falls sie sich an irgendwas erinnern kann. Vor langer Zeit, als ich noch ein kleines Pony war, waren die Dinge hier in Ponyville noch ganz anders. Denn damals gab es noch gar kein Ponyville.
Ganz recht, meine kleinen Ponys. Meine Familie und ich waren Pilgerponys, als ich noch ein kleines Fohlen war. Oh, wir zogen durchs ganze Land, sammelten neue Samen und verkauften die alten. Und mein Vater war der beste Samensammler in ganz Equestria. Eines Tages fand sich die Familie Smith in der schönsten, großartigsten und prächtigsten Stadt aller Städte wieder. Und dieser Ort hieß Canterlot. Ich schwöre euch bei meinen Hufen und Hinterbacken, so etwas habe ich davor und danach nie wieder gesehen. Und als ob die Schönheit dieser Stadt nicht schon genug gewesen wäre, plötzlich stand sie da. Prinzessin Celestia, das majestätischste Pony aller Zeiten. Und sie blieb tatsächlich stehen, um sich die Samenkollektion meines Vaters anzusehen. Prinzessin Celestia sah, dass wir fix und fertig waren und uns nach einem festen Wohnsitz sehnten. Und weil sie eine königliche Prinzessin war, wusste sie natürlich ganz genau, wo wir uns niederlassen konnten. Mein Vater hat sich dafür untertänigst bei der Prinzessin bedankt. Schnell fanden wir das Land neben dem Wald der ewigen Magie und bauten unser erstes Zuhause. Dann legten wir unsere Obstgärten an. Aber ein Obstgarten wächst nicht über Nacht und wir hatten ziemlich wenig zu essen. Man hatte uns natürlich wegen des Waldes gewarnt und wir wussten, dass wir ihn nicht betreten sollten. Aber ich dachte mir, wo Lebewesen sind, muss es auch etwas zu essen geben. Es war dunkel und moderig. Ich will nicht lügen, es war sehr unheimlich. Jeder Zentimeter war mit Pflanzen bedeckt und ehe ich mich versah, stand ich mitten zwischen den unglaublichsten Apfelbäumen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Solch farbenfrohes Obst. Oh, schnell wie der Wind begann ich, Äpfel zu pflücken. Ich drehte mich um und da standen sie vor mir, die Grauwölfe. So schnell bin ich noch nie in meinem Leben gerannt. Ich tat das Einzige, was mir in dem Moment einfiel. Mein Vater und ich pflanzten diese speziellen Apfelsamen. Dann konnten wir dabei zusehen, wie sie wuchsen. Die Bäume waren schneller ausgewachsen, als man Rucki-Zucki sagen kann. Danach habe ich die besonderen Merkmale der Buntapfelerntezeit ganz genau beobachtet. Die Auswirkungen des Wetters auf dem Wald der ewigen Magie, das Heulen der Grauwölfe, wenn die Buntäpfel zu wachsen beginnen und wie sie wieder verschwinden, wenn man sie nicht alle an einem Tag pflückt. Und die Früchte unserer Arbeit waren die köstlichsten, die wir je hatten. Schon bald machte ich gläserweise Buntapfelmarmelade. Aber nicht nur die Ernte der Buntäpfel folgt ihren eigenen Regeln, auch das Einkochen der Buntapfelmarmelade. Ich lernte, dass man besonders freundlich zu den Bienen sein muss. Sonst ist ihr Honig nicht süß genug, um ihn mit den Buntäpfeln zu mischen. Wer hätte gedacht, dass man mit den Einweggläsern sprechen muss? Oder dass Buntäpfel pinkfarbene Tupfen lieben. Aber Magie ist eben etwas Magisches. Komisch ist das. Die Ponys kamen von nah und fern auf unsere Farm, nur um einmal meine Buntapfelmarmelade zu kosten. Einige beschlossen danach sogar zu bleiben, wie Stinkin' Rich, Tiaras Urgroßvater. Tatsache ist, dass das Erste, was er je verkauft hat, meine Buntapfelmarmelade war. Ehe wir uns versahen, hatten wir eine hübsche kleine Stadt, die voll von allen möglichen Ponys war. Und so wurde Ponyville gegründet. Vielen Dank, meine kleinen Ponys. Oh, und jetzt beruhigt euch wieder. Das genügt für heute. Also, wenn du und die Buntäpfel nicht gewesen wärt, würde Ponyville nicht existieren? Genauso ist es, kleines Fohlen. Wenn meine Granny Smith nicht gewesen wäre, dann gäbe es in Ponyville auch keinen Richies Hofladen. Oh. Sie hat recht. Aber sie ist doch nur ein verrücktes altes Pony. Sie ist kein verrücktes altes Pony. Sie ist das unglaublichste Pony in ganz Ponyville.
Das ist die beste Buntapfelmarmelade, die ich je gegessen habe. Bestimmt, weil du deiner Granny dabei geholfen hast, Äppelblum. Darauf könnt ihr wetten. Äppelblum ist eine richtig gute Buntapfelmarmelade-Köchin. Bin ich das? Sieht so aus, als wäre der heutige Familientag gut gelaufen. Aber sowas von. Meine Granny Smith ist was ganz Besonderes. Das hatte ich leider nur für kurze Zeit vergessen. Oh, nur keine Sorge. Ich vergesse ständig was. Und jetzt werde ich, was wollte ich machen? Wer will mit Granny dem Wasser etwas vorsingen? Wir wollen! Wir wollen! A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.